Hurray! Tasked with restoring peace to the world? Intro? What? Fairy Glade 1-1. What the f***? Vielleicht mache ich das gleich mal. Alter, wie gut sieht das alles aus hier? What the fuck? Uff. What the f- Fairy Glade. Whispering Woods. Alter, wie gut ist denn dieser Heck, bitte mal? Oh. Der Schalter war ja auch mega. Oh. Habt ihr es gesehen? So ein wirklicher Schalter. Alter, diese Ameisen. Guckt euch das mal an. Ey, das sieht... Ich weiß nicht, ich finde, die Sprites sehen halt wirklich komplett aus wie OG SNES Sprites. Nicht wie irgendwie Fanmade-Kram. Boah, mega! Magic Meadow. Mach mal hier diese Bilder. Ja, wirklich. Amen. Hoffe, diese Bilder sind nicht AI-Art. Seit kurzem ist AI-Art auf SMB Central verboten. Warum? Gut, gut, danke, Dingo. Gut, Dingo. Ich denke, die meisten wären jetzt einfach mit T-Shirt rausgegangen, aber durch deine Info werden sie jetzt eine dicke Jacke anziehen. Ja, besser ist, als das hier. Erkältung und so, ne? Das wollen wir nicht. Uns vor der Tür liegt eine echt ekelhaft zerquetschte tote Ratte. Also wirklich, also wurde halt quasi offensichtlich, ja, hatte keine gute Zeit. Jetzt ist die Frage, wer kümmert sich eigentlich um eine tote Ratte auf der Straße? Die Müllabfuhr? Naja, so wie die aussieht, ging das auf jeden Fall schnell. Andere Ratten? Boah. Cool. Ist halt nur doof, wenn man mit zwei Hunden vor die Tür geht und vor der Tür liegt eine tote Ratte. Also ich sag mal so, die Hunde find's gut. Und dann habe ich schon gedacht, was mach ich was mit der Ratte? Ist das meine Aufgabe eigentlich? Also unabhängig davon, wessen Aufgabe es ist, hätte ich ein Interesse dran, dass sie weg ist. Aber wer ist eigentlich dafür verantwortlich für ein totes Tier auf der Straße? Es muss doch eigentlich die Müllabfuhr sein, oder?
Boah, Alter, das ist nicht so easy. Es gibt überhaupt kein, da ist gar kein Problem, aber ich hatte halt keine Schippe dabei. Und dann habe ich mich gefragt, so, okay. Aber tut man die dann einfach in die Mülltonne? Junge, geiler Hack. Elderwood Thicket. Okay, ein Skytree sozusagen. Halt, so klappt's nicht. War eh zu schnell, glaube ich. Das Problem ist, dass ich immer die Pflanze im Bild haben muss, ne? Damit die nicht despawnt. Boah, was für ein geiles Level. Das ist die Frage. Ich glaube, ich müsste jetzt schon umsteigen. Wie lange geht das Video? Aber das war ja der absolute Hammer-Hack hier. Also der sieht bis jetzt mega aus. Wir gucken mal kurz rein. Junge! Alter! Was ist das? Okay, kurz reingucken, der Klassiker. Ja, wir gucken jetzt das Video. Wir gucken jetzt das Grand Poobel 3 Streamer Reaction Video Part 3. Wann ist denn das gekommen? Heute oder gestern? Part 5, ja? Okay, meine ich. Lul. Okay, ich finde, die passen gar nicht. Ja, komm, wir gehen jetzt rüber. Also den Hack spiele ich auf jeden Fall weiter am Sonntag. Der ist ja... Der ist ja eine Wucht. Ich finde, das ist optisch hier wirklich so krass. Dieser Hintergrund. Warn und danke für die gute Unterhaltung. Sterbe ich da? Nee. Ich muss die mitnehmen. Okay, verstehe. Final Fantasy ist nicht durch. Ich habe mir aber vorgenommen, dass nicht jetzt ich... Hoppala. Ich werde das zum Beispiel, sage ich, spiele das am Dienstag nicht. Ich spiele morgen Final Fantasy. Und dann weiß jeder Bescheid. Ich starte den Stream mit Final Fantasy. Und wer das nicht sehen will, guckt halt einfach nicht. Aber so mittendrin finde ich halt schwierig. Oh Leute, das ist der Checkpoint. Ich dachte, das ist...
Goal Tape. Die Ursa, nee, leider, also wie gesagt, durch ist das gar nicht. Also das ist, ich bin wahrscheinlich nicht mal bei der Hälfte. Das Game ist einfach so gigantisch. Ich weiß halt auch noch nicht genau, wie die Strategie sein wird, das zu spielen. Ich will das ja auch nicht monatelang ziehen. Das Level ist genial. Boah, dieser Hack, ey. So, ich kann das erste Mal meinen Split-Knopf drücken, Leute. Premiere. Ja, das ist natürlich nicht gewollt. Ach, geil! Klappt gut. Moin und schönen Sonntag, Denzen und Chat. Angel Media. Archangel Media, moin. Mirage City 2-2. Alter, der Vordergrund da mit den... Oh. Ja, es ist halt das... Es ist halt... Ist halt so ein kleines Problem. Es ist halt, ich kann es ja verstehen, dass viele das natürlich nicht sehen wollen, weil sie es selber spielen wollen und nicht gespoilert werden wollen. Aber es macht natürlich dann beim Stream auch weniger Spaß, wenn wenig geschrieben wird zum Beispiel, ne? Ist halt so. Ja, das war dumm. Musik ist Secret of Mana, ja. Ja, das ist, wäre bestimmt das Bessere. Pixelrätig. Das hätte ich auch gemacht, wenn das Spiel nicht 100 Stunden lang ist und ich dafür 4 Wochen bräuchte. Das habe ich damals mit Elden Ring gemacht und das hat sich auch so gut angefühlt. Mit Elden Ring war es perfekt. Da habe ich einfach 5 oder 6 oder 7 Tage, ach gut, habe ich auch am Tag wirklich 10 bis 12 Stunden gestreamt. Aber dann war das Game auch durch. Haken dran. Hey Bluff, moin! Naja, am Dienstag gibt es auf jeden Fall das Ninji, das ist zu 1000% klar. Und 1000% schon viel, ne? Aber ja, es ist so. Am Dienstag gibt es auf jeden Fall den Easy Ninja Level. Nö, ich kann das auch. Nö, nee. Also bei Elden Ring war das genau so, dass ich es geliebt habe. Tunes Delight. Ey, diese Grafiken immer vor den Leveln. Auch super cool. Alter! Also dieser Hack, was ist denn das? Optisch ist der ja wohl mal ganz krass. Junge, One-Shot. Chaka. Nee, optisch schon wirklich kein Mario-Hack mehr. Hä, was ist da passiert? Oh, ich wollte auch einfach nur entspannt spielen, ey. Gerade Live-Split, alle Hotkeys geändert, wegen dem ganzen neuen Bums. Und weil ich jetzt den PC neu gestartet habe, hat er das natürlich alles nicht gespeichert. Ach, jetzt habt ihr wieder keinen Sound. Ey, das ist wirklich... Ja, das ist, das ist es, Starkraver. Ich könnte dir Videos raussuchen, die dieses nicht ganz bestätigen. Ja, gut. Was ist das? Kann ich da drauf? Nee. Ja, okay. Okay, hier ist durch den Kamera-Switch noch nicht da. Ey, ich glaube, ich habe so wenig Minecraft im Leben gespielt wie kaum ein Mensch auf der Welt. Ich bin echt absoluter Minecraft-Noob. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Oh ne, boah. Okay, nice. Serenity's returned to the citizens of the desert mirage, bathing the oasis in a peaceful glow as tranquility embraces every person's soul. Our adventure moves to the sky islands. Genau. Standard ist einfach nur... Oh. Diese Global Hotkeys sind auch einfach eine Lüge bei dem Tool.
Genau. Standard ist einfach nur, die Welt ist nicht offen am Anfang, das heißt, ich spiele Zelda am Anfang. Prinzessin Zelda. Alter, diese Optik, Leute. Ach, komm. Ich bin sowas von ready, Grace Camp. Ich denke, das wird maximal cool. Ich weiß noch nicht, ob das so ein Stream-Ding wird, was jetzt im Stream cool wird. Das will ich jetzt gar nicht. Für mich persönlich wird das auf jeden Fall sehr cool. Alter, diese Optik. Irgendwas noch rechts, oder? Easy. Mann, ja, ich will auch. Denke ich auch, Grace Camp. Irgendwie will ich auch Final Fantasy natürlich spielen. Starlit Falls. Man kann heute schon in den Character Editor rein. Wieso? Oh, das ist ja mega. Ist der Character Editor denn so krass, dass man Zeit reinstecken kann? Hat jemand von euch dieses Berserk Boy schon gespielt? Und sagt, es ist geil oder sagt, es ist Schrott? Nee, ist jetzt erst rausgekommen. Ich glaube, am 6. kam das raus. Standard natürlich, Dark Raver. Mhm. Aber wie kann ich denn einen Charakter erstellen und den dann implementieren, wenn ich das Spiel noch nicht runtergeladen habe? Oh, wie schön ist dieses Game. Um ehrlich zu sein, wüsste ich gar nicht, was der so Besonderes macht, der andere Controller. Ach so. Der Editor ist ein eigenes Programm auf Steam? What the fuck? Wirklich? Also da muss er ja schon irgendwie, dann ist es ja doch nicht nur Haarfarbe, Augenmerkmale, Tattoos oder so, sondern muss ja irgendwie, also sonst würde man ja nicht so einen Aufriss machen, oder?
Ach, der kriegt dann Wake-up. Achso, okay. Okay. Ja, so wie ich das verstanden habe, also es gibt da jetzt ja so viel. Nee, also ich meine wohl auch schon gehört zu haben, dass bestätigt ist, dass es keinen Performance-Modus gibt. Und uncapped Framerate, ich habe Videos gesehen von Gameplay auf der PlayStation. Sorry, so würde ich das Spiel nicht spielen. Das ist so, so low FPS. Da würde ich durchtilten und würde mich die ganze Zeit nur über FPS aufregen. Deswegen, nee, das mache ich nicht. Ja, aber ich finde, das ist wirklich... Also, wer hätte denn gedacht, dass wir nach der PS4 Pro auf der PS5 nochmal irgendwo hinkommen, dass die Spiele in 30 Frames laufen? Also, wer hätte das gedacht, dass das nochmal passiert? Dass man sich darüber nochmal ärgern muss? Ja, wieso ist dieser Hack so unglaublich gut? Ich dachte nicht, dass ich mit der PS5 nochmal drüber nachdenken muss, ob ich das auf der PS-Konsole spiele oder auf dem PC, weil ich da mehr Frames habe. Oder mehr natürlich immer, aber sag ich mal 30 auf der Konsole. Das ist echt ein bisschen below. Wie gut hier einfach mit den verschiedenen Rex-Mechaniken gearbeitet wird. Also, das ist wirklich höchste Klasse, meiner Meinung nach. The breeze carries melodies of peace through the sky island, whispering tales of calm and unity to every corner of these floating lands. Next, we travel to the shimmering whimsical waters. Oh Gott. Wollen wir das?